holen. Nein, Moment, bin gleich da. Buddy, na, wie geht's? Guten Abend. Einen Moment, einmal kurz. Oh. Hallo. Würdest irgendwas mal Ero schreiben? Mhm. Aber Buddy, was postest du da eigentlich für ein furchtbares Zeug bei dem Spendern? Nein. Ich habe heute Xenoblade gespielt. Und bin eine ganze Menge vorangekommen. Hat Spaß gemacht. So, aber ich muss jetzt trotzdem Musik beenden, weil die Musik aus dem Spiel antritt. Die sich ja auch sehr stark wiederholt. Erstmal die Ressourcen hier aufklappen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Doc Morris ist da. War das eigentlich schon mal? Ah. Na toll. Doch werbegeschädigt. Joa, das passt schon. Ich sollte hier dann vielleicht auch mal die verbesserten Mühlen und so bauen. Eine Sägemühle. Wir brauchen ja künftig noch die, zumindest die Webermühle. Ja, wasserbetriebene Weberei. Maurice Web? Will ich eigentlich nicht den Durchgang komplett sperren? Weil ich fürchte, so richtig viel Auswahl habe ich hier auch nicht. Hier oben hin, ja, okay. Nee, geht auch nicht. Hier geht. Ja, dann baue ich das doch hier hin. Windmühle und Wassermühle funktionieren genau gleich. Die Größenordnung ist eine andere. Andererseits würde sich das hier ganz gut anbieten, wo es ja zwischen den beiden Bauernhöfen dann sitzt.
Probieren wir es aus. Und die feinste Schneiderei. Und dann müssen wir hier auch mal für neue Einwohner sorgen. Ja, na passt. Dann das Gebirge. Hier war ich ja zuletzt am Aufwerten mit den ganzen neuen Gebäuden. Hier auch einmal feinste Schneiderei, dann hier Kloster und die Sägemühle ist gebaut. Hier drüben nochmal eine große Hütte. Neuer Bauernhof im Entstehen. Ja, das wird schon. Ist gerade nur ein bisschen dunkel, ne? Ich spuck mal vor. Immer wieder was. Beim Leute arbeiten. Ach ja. Wie war dein Sonntag, Buddy? Bin froh, ich habe morgen noch einen Tag. Und dann geht der Techniker los. Und wahrscheinlich noch sehr entspannt. Ich bezweifle, dass die da auf 2 Tage irgendwas großartig machen. Und dann war es das wieder für diese Woche und nächste Woche muss ich dann... Also nein, für... Wie die dann diese Woche... Woche da drauf. Muss ich dann 2 Tage arbeiten. Ach, die Bäume haben ungünstigen Boden. Im ungünstigen Boden. Wie kriege ich Wasser hier rüber? Aber vielleicht noch mal ein paar Bäume hier in dem Bereich anpflanzen. Gras. So. Joa. Food- und Trinkkoma. Aber 1,5 Liter erfolgreich gelagert. Na dann. Guten. Der Baumstumpf gehört zu dem Förster dazu. Okay. Trotzdem geht die Straße da so nahtlos durch. Na, der Förster ist ein 2x2 Gebäude. Oh, das Haus ist schon gebaut. Warte. Okay. Mal gucken, wer hat denn jetzt wie viele Arbeitsstellen hier. Und hier 4-fach Arbeitsstellen, ist halt auch so. Ja. Thank you.
Also hier sind definitiv noch offene Stellen, aber... Ah ne, sind alle zugewiesen. Okay. Na, dann ist ja gut. Ja. Die finden alle noch Arbeit. Müssen wir die jetzt nur noch versorgt kriegen. Das könnte eher ein Problem werden. Ich baue noch mehr Felder an. Muss. Das ist größtenteils Weizenfeld, ne? Mache ich auch noch ein bisschen weiter. Ja, viel mehr Reichweite hat er hier auch nicht. Ein paar Bäume möchte ich hier eigentlich schon noch stehen lassen. Ich habe hier sonst echt wenig Möglichkeiten, um Sachen anzubauen, ne? Hier geht's, ist aber kaum Wasser da. Ich brauche erstmal überhaupt erstmal fruchtbaren Boden, wie hier zum Beispiel. Das sieht zum Beispiel ganz gut aus. Hier wären Flecken. Mal hier auf der Karte. Ja, okay, hier gibt's ein bisschen was. Naja. Die Forellen oder Fische hier sind. Wisst ihr, was dieser Pilzkreis hier bringt? Aber hier in der Nähe ist sonst kaum viel mehr Grün. Das hier würde ich halt noch potenziell für Forstgebiet nutzen wollen. Und das hier für Landwirtschaft. Und dann wird schon schwierig. Ah, die Schneiderei ist fertig. Hochwertige Kleidung und ausgefallen. Weil wir brauchen Bronze dafür. Oh. Ich glaube, ich werde künftig mehr Bronze herstellen müssen. Stein habe ich hier genug. Möbel haben wir nicht unbedingt. Und Ton. Naja. Naja.
Ich würde mal sagen, ich beobachte das erstmal über den nächsten Winter. Wie sieht es denn hier drüben aus? Nahrung ist reichlich vorhanden, wobei Richtung Gemüse auch schon wieder in den Keller gehen. Aber ich glaube, es liegt daran, dass es rüber transportiert wird. Wenn ich hier mehr Gärten anbauen würde, sollte es auch gehen. Na komm. Wir hier auch noch ein bisschen expandieren. Oh, die Windmühle wurde gebaut. Ah. Winzen. Oh, wir haben 4 Arbeitslose. Das ist ja top. Vor allem kann ich die Handdrehmühlen hier dann mal abreißen. Handdrehmühle abreißen. Handdrehmühle abreißen. Handdrehmühle abreißen. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass hier noch so viel Zeugs drin ist. Hier Gemüse, Früchte etc. Arbeiten die denn nicht? Mehr Lagerkapazität? Warum nicht? Oh, wir haben keine Bretter mehr. Wir haben kein Sägewerk mehr. Die Försterei ist, da sind nicht mehr so viele Bäume da. Kann ich auch hier vielleicht ein paar Bäume mal pflanzen? Orchard, plant 50 Fruit Trees. Oh Gott, ich kann kein Englisch. Oh, gib ein bisschen mehr. Ich hatte hier schon gebaut. Hier, genau. Eisenwerkzeug ist aber noch nicht hier angekommen. Das heißt, weder den Hafen noch die Sägemühle kann ich bisher bauen. Eingestellt ist es aber, ne? Mhm. Und hier. Anbieten ab 10. Wir haben 0. Toll! Na, warum? Gelagerte Güter, doch 10. Hm. So, Eisen sollten wir eigentlich genug kriegen können. Die haben Eisen, aber keine Kohle. Ja, mehr als das hier kann ich auch nicht machen. Ja, der kommt da gar nicht zum Arbeiten. Urin. Nicht. Sind theoretisch voll damit ausgelastet. Ich habe doch 100 Holz hier.
Angeblich. Hier. Bin direkt daneben. Ja, hier steht, wir haben 16 auf Lager. Achso, das sind die internen. Internal Storage. Na gut. Langsam, naja, immerhin. Der Boden ist hier in Teilen besser geworden. Schwankt tatsächlich ein bisschen. Ist halt so ein bisschen die Frage, ob man da irgendwie ein bisschen einen Graben ziehen könnte. Weil ich fürchte, dafür gibt es hier nichts. Glaube, ja, das kann ich nur bei bestehenden Flüssen bauen. Also eigene kleine eine kleine Landwirtschaft. So, Terraforming in ganz, ganz klein. Gräben bauen. Das ist keine neue Erfindung. Der erste Holz, wir haben an sich alles. Warum passiert da nichts? John sneakt sich auch überall rein. Jetzt wird Kohle hergestellt. Dann war das einfach noch, also vorhanden. So. Prozess im Gange, ohne dass man es gesehen hat. Jetzt ist hier ein Fortschrittsbalken. Der verschwindet. Ich baue einen zweiten Köder. Ich glaube, unsere Produktion kommt da nicht gegen den Konsum an. Wir hier Schafe hinkriegen könnten, das wird helfen. Oh, die ist schon fertig. Hier einfach keine Möbel. Und sneak dich doch mal lieber hier rein. Urin und... Oh, oh.
Häuser. Und 97% Auslastung. Gut, wir haben einfach 3 Köder, die sich um 2 Kohlemeiler kümmern. Ach, hier fehlt nur noch Steinarbeit. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, ja. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist Eisenwerkzeug. Ich will nicht zu viel Bronze hier verbrauchen, weil ich halt auch noch nicht weiß, wie viel ich davon eigentlich herstellen kann auf... Also, im Moment kaufe ich ja, glaube ich, immer noch Kupfer dazu. Weil ich nur Zinn auf der anderen Karte habe. Das war heiß, ich müsste eigentlich mal ein paar Leute fertig machen, die dann in die nächste Karte gehen, um Kupfer zu... sammeln. Dann habe ich ja und dann kann ich das Kupfer rüberschicken und dann kann ich mehr Bronze herstellen. Ja, da wird die hochwertige Kleidung schon direkt verarbeitet. Immer noch klasse, wie sich hier die ganzen Gebäude so überschneiden. Ah. Als wäre es irgendwie zusammengewachsen und gehört zueinander und ist halt dazu noch über den Fluss gebaut. Eigentlich eine hübsche Idee für Minecraft umzusetzen. Hier so einen kleinen Fluss bauen und dann da entsprechend ja, so Gebäude drum zu bauen. Ich habe jetzt neue Ideen. Weberei, Wassermühle. Ich weiß, ich habe eh noch genug Ohr in Minecraft. Durch das Eiszwergen-Ini-Projekt. Der Florin arbeitet auch überall. Oh hey, wir haben wieder Möbel. Ist ja irre. Wie ich hier halt aber auch schon fast eine Bevölkerung von 50 habe. Ich bin am Überlegen, ob ich hier auch nochmal einen Zaun drum baue. Andererseits möchte ich ja eigentlich im Moment erstmal wenigstens ein paar Tiere andocken. Gerade Schaf hätte ich gerne.
Was ich mir, glaube ich, noch wünschen würde, wäre eine etwas bessere Darstellung, wie viel Nahrung produziert wurde zuletzt insgesamt. Also egal von welcher Art von Nahrung. Bei jedes einzeln durchschauen ist halt auch schwierig. Na gut, hier werden wir immer wieder versorgt. Eigentlich könnte ich da aus Axtragia quasi eine größere Versorgung machen mit hier gerade was Gemüse und Früchte angeht. Nämlich noch mehr Bau. Könnte ich die quasi das benachbarte Gebiet auch noch mal besser versorgen. Nin ist hier. Oh, hallo Nin. Jetzt ein Geomaterial. Holz ist da, Bretter, naja. Eines hier halt, naja. Okay, es sind schon mal Eisenwerkzeuge hier angekommen, die glorreicherweise dann nicht für die Sägemühle verwendet wurden. Naja, gut. Hier hätte eigentlich noch die Weinkellerei. Die Weinkellerei braucht Öl. Na dann. Bauen wir noch mehr Gartenbeete? Weil das ist nur noch Monokultur hier. Den hier habe ich hier auch noch nicht gebaut. Also allgemein die Sachen hier habe ich noch nicht hier gebaut. Wo ich mir die Statue hier locker leisten könnte. Theoretisch. Ich bräuchte mal mehr Steinmetze. Ich dachte, hier wäre mehr Stein in der Umgebung. Ja, ist es auch. Theoretisch, aber der kommt da nicht ran. Ach, weil der da hoch muss. Ein perfekter Kreis aus Pilzen. Ein wahrlich sonderbares Phänomen, dass diese Pilze sich in einem fast perfekten Kreis angeordnet haben. Ich habe schon ein oder zwei Bücher im Sinn, in denen ich mehr Informationen dazu finden kann. Ich melde mich wieder bei dir. Vorsichtshalber solltest du dich dem Kreis nicht nähern. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ist schlecht, wenn die Handelsroute daran vorbeiführt. Eine.
Natürlich doof, wenn ihr ausgerechnet an die Steinquellen hier gar nicht rankommt. Steinbruch. Andererseits, ich kann mich auch versorgen lassen von der anderen Map. Dafür ist sie ja da. Rubka 100 Stein. Anfordern bis 80. Und Steinblöcke anfordern bis 40. Schon ist es da. Und hier drüben? Alles Töfte. Ich bräuchte nur wirklich noch mehr Werkzeug. Ich würde, da ist einfach nur Geduld gefragt. Geduld dafür, dass genug Kohle hier rankommt. Oh, stimmt, ich muss noch die Verbesserung einbauen. Oh, das Kloster ist fertig. Ah. Weg der Jäger halten die Bestände unter Kontrolle. Halte genügend Raubtiere auf der Karte. Kulte Gruppen scheinen sich regelmäßig an diesen Orten zurückgezogen zu haben für ihre mystischen Rituale. Vielleicht kann man die in der Luft hängenden Kräfte irgendwie nutzbar machen, womöglich durch eine Opfergabe. Pilzkreis. Personal. Es gibt eine Unterkunft dort? Oh. Raubtiere. Meinst du einen gewissen Löwen? Oder eine Alpaka-jagende... Nitschi. Deine Wald kann ich eigentlich auch hier rüber transportieren. Dann kann ich nämlich die deinen Metz-Geschichten hier komplett abreißen. Ein bisschen Stein ist hier noch, aber naja. Anfordern bis 30? Ne, ich mach mal 20. Steinmetz-Dingens können wir auch auf 10 anfordern. Ich find's halt doof, dass Möbel so dermaßen schlecht gelagert werden können. Wo das doch eigentlich ein relativ rares Gut ist, gerade für so die Verbesserungen. Ja, nicht nur das, gibt ja auch noch anderes irgendwo. Großer Stall für Kühe wäre doch was, oder? Na, wegen hier unten baut man da noch ein paar Felder an. Also nicht Felder, sondern hier
Bisschen Wiese. Und dann baut man hier nochmal einen großen Stall hin. Einen mehrstöckigen Stall. Könnt ihr hinten nochmal einen Holzfäller bauen? Rösterei. Ich möchte ja hier nach und nach hier ein bisschen expandieren, deswegen steht es auch im Titel. Und dann auch schon mal größere Distanzen vorbereiten. Hey, plant 50 Broadleaf Trees. Breitblattbäume. Und Dünnblattbäume sind dann Nadelbäume. Noch hier werde ich ja neue Häuser brauchen. Ich müsste hier irgendwie noch die Nahrung ein bisschen optimieren. Zum Beispiel mit mehr Vorratslagern. Aber Möbel haben wir ja jetzt. Dann bauen wir doch mal mehr Platz ein. Ich weiß, es gibt hier gerade nicht so viel zu holen. Vielleicht sollte ich die Fische nicht mehr so übertrieben füttern. Wir kriegen eine Menge Fleisch dadurch. Das Gewehr bringt ja richtig was für Bretter. Schau dir das mal an. Nice.
mechanisierte Produktion bringt auf jeden Fall deutlich Besserung. Auch wenn ich, wie gesagt, gerne noch wissen würde, aus wie viel rohem Fleisch wird dann gegartet. Gut, das wird 1:1 sein, hoffe ich mal, nehme ich mal an. Aber hier bei sowas hier zum Beispiel, aus 40 rohes Holz wird dann 12 mal Kohle. Muss ja im Grunde genommen, aber es ist halt... Etwas deutlichere Information wäre ganz gut. Gerade wenn man dann sowas hier vergleichen will. 60 Gras wird doch niemals ein einzelnes grobes Tuch. Sonst hätten wir keine 143 Tücher. Ich brauche wirklich mal mehr Bronze. Also, ich sollte Kupfer ranholen, damit ich Kupferteile bauen kann. Ja. Bronzeteile. Hergestellt, eingekauft. Auf bis 5, das funktioniert ja sehr gut. Den verkaufe ich nur. Hat ein Ei für einen Auftrag. Kehrplatz. Ja, ich glaube, ich brauche mehr Leute. Ach, kann ich hier sogar kriegen, siehst du. Wenn ich mehr Kühe habe, die dann mehr Milch geben, kann ich sowohl Milch als auch... Ich weiß gar nicht, wie viel kann ich dann davon dann lagern? 800! Dann kann ich auch mehr davon anbieten. Und auch mehr Käse. ...150 können wir maximal herstellen. Na komm, was soll's. Nur das Eisenwerkzeug halte. Apropos Eisenwerkzeug, das ist ja auch da. Hier. Chaos ist in der Sägemühle. Guter Chaos. Dann kann ich auch mal hier den Hafen anfangen lassen zu bauen. Die Weberei braucht halt noch Eisenteile. Da muss ich, glaube ich, einfach nur abwarten, bis die Eisenteile auf der anderen Seite gebaut sind, was schwierig wird, wenn ich ständig die Eisenwerkzeuge verbrauche.
Bildschirm voll mit Personalausweis. Immerhin eine Kuh haben sie schon mal. Aber es gibt noch mehr. Ja. Ah, kein Thema. Erstmal abwarten. Das ist mittlerweile recht geschäftig hier. Habe ich einfach mal einen Screenshot gemacht. Das. Wieder kein Eisen mehr. Also keine Eisenwerkzeuge. Da muss ich hier drüben echt noch irgendwie ein bisschen mehr zulegen bei dem Gebirge. Aber woran liegt's? Kohle wird jetzt noch vermehrt hergestellt, aber Holz ist halt auch bedingt vorhanden. Wieso dermaßen viel an Straßen? Ah, verstehe. Max 390? Ich stelle mal ein, dass hier Sachen auch verkauft werden können.
Externe Nachfrage 8. Kälte maximal einlagern. 20. Und ich stelle das Limit auf 40. Anbieten ab 10, verkaufen ab 15. Damit, das ist super schwierig, manchmal sich zu entscheiden, was man für Werte vorgibt, weil man halt so wenig lagern kann. Oje. Maximal 20. Machen wir hier raus. 17, anbieten ab 10. Anbieten ab 5, verkaufen ab 10. Anbieten ab 100, verkaufen ab 120. Offenbar schon mehr gab zwischendurch. Wir verkaufen ab 150. Das ging schnell. Oh, das passt schon. Gerade hinsetzen. Kann ich mal für die Queste Bleibarren kaufen. Das heißt, ich habe hier immer noch nicht die Sachen gebaut. Wie viel kostet Blei? Na, ich will schon kaufen. 18? Du bist ja so günstig. Kupfer kostet 20, Zinn kostet 20. Eisen kostet 40. Hier gäbe es Blei, hier gibt es noch mehr Eisen, Zinn, Kupfer. Interessant, wie... Ach, das war die Ebene hier. Die dürfte auch relativ schwierig zu arbeiten sein. Hier ist zwar Wasser da, aber keine bedingensbare Fläche. Wäre nur hier.
Kakteen können auch gepflanzt werden hier. Hier schön am Canyon. Das hätte ich wirklich ganz gut gemacht, so. Also, so von der Sicht. Hier kann man Stauwehre und eine Brücke bauen. Oder eine Brücke bauen. Ne, 3 Stauwehre, 2 Brücken. Ja, ich weiß nicht. Mal gucken. Oder mach das rüber. Also Möglichkeiten gibt's hier. Dann käme ich an Kupfer. Und ich bleib aber immerhin an Kupfer. Blei und Zinn, ja. Zinn habe ich ja selbst. Ich habe jetzt Eisen, Zinn. Ja, und das war's. Heute noch Blei und Kupfer. Die sollen sich mal schön selbst managen. Ich bin gerade überlegen, wo man hier einigermaßen gut fruchtbaren Boden hat für Felder. Ob das hier mehr ist? Das ist verstreuter, da kannst du nicht vernünftig bauen. Wenn ich hier so einen Bauernhof in die Mitte baue, der braucht zwar einiges an Platz, aber wenn ich alles andere dann zu meinetwegen Feldern umbaue... Ebenen kann ich das, glaube ich, noch eher vergessen. Hier gibt es halt einmal das hier von der Ursprungsfraktion. Ansonsten sehe ich hier gar kein Grün. Hier. Ja, also wenn ich Kupfer holen will, dann hier aus der Region. Hier wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht. Hier kann ich am Rand so einen Bauernhof hinbauen, jeweils 2 Stück. Meinetwegen hierüber verbinden, dann kann ich hier Stadt bauen, Holz, Feller. Muss ich nur noch wissen, wo hier die nächste Kupfermine ist. Natürlich ganz weit weg. Minen. Entweder hier ganz unten rechts oder hier. Ja, ist ein bisschen Weg, aber könnte man nutzen. Dann baut man hier die Stadt. Landwirtschaft, Holzwirtschaft, Mine. Ich glaube, das machen wir mal als nächstes. Okay, es gibt hier überwiegend nur Sommer und ein bisschen Herbst. Das ist zum Anbauen eigentlich ganz gut.
Dann bereite ich doch mal in Axtrage wieder eine Expedition vor. Ich hätte gerade ganz kurz Bedenken. Noch möchte ich ja eigentlich auch noch mal vorher den einen oder anderen Bewohner mehr haben. Ja, das ist auch so gut hingepasst mit den... mit der Mühle. Und schon viele Leute. Ich möchte ja tatsächlich hier oben nochmal Gebäude, also Häuser halt. Oder hier unten, für die, die dann hier arbeiten. Ich glaube, das ist eine sinnvolle Sache. Direkt an den Hafen. Holiday, give your villagers a day off. Yay. Die Arbeitszeit noch weiter reduzieren soll. Ah, natürlich ist gerade genau heute ein Sonntag, wo ich das hier runtersetze. Hey, heute ist ja wirklich Sonntag. Natürlich auch hier nicht schlecht, mal ein paar der kleinen Hütten verbessern. Zum Beispiel das hier, dann kann ich hier zwei große Hütten hinbauen und dafür dann die zum Beispiel abreißen und könnte hier oben auch eine welche von abreißen. Und das muss erstmal das hier gebaut werden. Was eigentlich gleich der Fall sein sollte. Noch die beiden Bronzeteile, die ich gerade nicht habe. Ich habe allgemein gerade so wenig hier. Weil hier sind nur die neuen Kategorien. Waschen die sich ja eigentlich die Kühe? Oder was auch immer die hier machen. Sucht Nahrung im Wasser. Morty! Hallöchen. Da ist einmal das Prime-Abo ausgelaufen und direkt muss man doppelt Werbung gucken. Oje. Hallo, Morty. Guten Abend. Wie geht's dir? Wie war dein Sonntag? Guten. Und danke. Hey, The Joys of Life, Reach Level 6. Hey. Ach. Das Kloster ist gar keine zwingende Bedingung.
Mein Gott, die fangen ja an, Ansprüche zu haben. Ich würde gerne weniger als 51 Stunden pro Woche arbeiten. Ich glaube, es hackt. Ab in die Mine mit dir. Warte, ich bin fröhlich. Weil wir jetzt zum einen Wein haben und zum anderen die ausgefallene Kleidung aus der verbesserten Schneiderei. Wo sind die? Also hier ist Wein. Schneiderei, ja. Ich glaube doch noch die verbesserte Schneiderei. Wo habe ich die denn hingebaut? Ah, die große Hütte ist fertig, halt. Oder da gleich irgendwie ganz viele Leute einziehen. Boah, ich reise ja mal den da ab. Oh. Wir schlafen hier gerade an noch. Und baue direkt das nächste große Haus dahin. Eine Residenz. Vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber später. Den hier muss ich auch einplanen, das darf ich nicht vergessen. Andererseits habe ich hier noch ein bisschen Platz. Was mache ich dann? Prio niedrig. Und stattdessen eine große Hütte hier hin. So. Wir sind erst zu meinen Eltern gefahren, haben dort Noxi abgegeben, sind dann zur neuen Wohnung, haben gefegt und gesaugt, damit es nicht mehr ganz so staubig ist im Hausflur, wenn die Handwerker da waren. Danach zur alten Wohnung, Kartons gepackt, zurück zu meinen Eltern, Noxi abholen. Und nun bringt Nen Noxi ins Bett. Ich schaue jetzt deinen Stream und suche parallel dabei nach dem perfekten Backofen und Herd. Oh. Den perfekten Backofen und Herd. Sicher, dass du so viel Geld ausgeben willst? Nein, alles gut. Ich weiß schon, wie es gemeint ist. Viel Erfolg dabei. Für zusammen maximal 1000. Ja, das geht. Wo dann auch der Knackpunkt liegt. Na gut. Ich bin mit meinem... Ich find's interessant, sage ich mal, dass das Induktionskochfeld bei mir halt eigentlich nur über eine... so eine Art stabile Kippstufe läuft. Immer Zeit an, Zeit aus. Statt bisschen mehr Energie oder bisschen weniger Energie. The Body ist unglücklich. Nein, Buddy, warum bist du unglücklich? Praktische Kleidung. Wir haben noch praktische Kleidung. Buddy. Nein. Ich weiß nicht. Buddy, praktische Kleidung. Wir haben doch welche auf Lager. Hol sie dir. Ich spule mal ein bisschen vor, dann kannst du sie dir schneller holen. Praktische Kleidung von Herbert Strauß. Oh nein. Ah, gerade noch gerettet. Aber nicht wegen der Kleidung. Nee, du bist tatsächlich eine Stufe abgesunken. Nein. Gib dem Mann doch seine Kleidung. Warte, wie viele Arbeiten hast du? Eine. Du bist ein Steinmetz. Okay, gut. Warum ist hier denn Bauern? Also. Für den Einbau Knieschoner jederzeit wieder EBS. Engelbert Strauß. Kenn ich die Abkürzung aber auch noch nicht. Meinst du wirklich mit EBS eine andere Marke? Dann kenne ich sie einfach noch nicht.
Genau, ich war noch mal bei meinem Herd, der halt statt über Leistungselektronik Drosselung. Nee, schon richtig. Okay. Stattdessen halt einfach über einen Zeitschalt immer hin und her klickert. Und ich bin ehrlich, das Klickern ist auch, ich weiß schon, wenn dieser Herd irgendwann mal den Geist aufgibt, dann wird garantiert irgend so ein Relais sein Lebensende erreicht haben. Der funktioniert also wie die Sitzheizung in unserem Firmenwagen. Es ist halt die günstige Bauweise, sind wir ganz ehrlich. Es ist halt so. Was ist denn mit dem Schneiderei? Das ist die Weberei, aber irgendwie kommt die Schneiderei nicht hinterher. Wo ist die eigentlich? Oh, eine große Hütte. Halt, hier, ich kann kleine Hütte abreißen und ja, noch eine kleine Hütte abreißen, wobei die da schön zentral gelegen ist. Ja, kleine Hütte abreißen. Eins der Schneiderei. Hier, hochwertige Kleidung. Und was ist mit der normalen Schneiderei? Also hier, ich kann eine da rausnehmen. Wo habe ich denn die normale Schneiderei hingebaut? Bäckerei, große Hütte, Schankstube. Warum kommen die nicht hinterher mit dem Produzieren? Die ersten beiden Aufträge werden abgenommen, sobald die Weberei gebaut ist. Und dafür brauche ich noch ein Eisenteil. Komm, Gebirge, hier, baut mal Eisenteile. Ich bin ja auch doof, ne? Wenn ich vorher die Sachen verkaufe, dann ist klar, dass es nie voll wird. Also verkaufen ab 30. War hier das Limit? Ich habe schon mal Teile hier anbieten ab 15. Ja, okay. Ja. Da muss ich abwarten, bis das hier produziert wurde. Ich habe heute Morgen schon mal geguckt und war relativ schnell überfordert bei Geilzeit, wo jetzt die relativen und relevanten Unterschiede für mich sind. Bei einem Herd für 180 und einem für 1000. Ja. Geilzeit hat einige gute Sachen, je nachdem, was man sucht. Aber ich glaube, bei Elektrogeräten sind andere Seiten, bei denen man sich generell erstmal informieren kann, was es überhaupt gibt, etwas sinnvoller anzuschauen. So, die Weberei ist gebaut. Dann kann ich hier das Tücher und so bauen lassen und muss das nicht mehr hier machen. Können die hier einfache Kleidung herstellen? Ja, Alotto arbeitet schon hier. Also wir haben gerade noch einen offen. Ernest hier noch mitarbeiten, sehr schön. Hier ist eine Weberei für grobe Tücher, weil ich Wolle, Gras vorziehen würde. Haben wir halt die Schafe hier. Das ist die paar, die wir haben. Da fällt mir ein, ich wollte gucken, ob unser Zeug alles induktionsgeeignet ist. Oh ja.
Das ist auch eine wichtige Frage. Warum sind Leute unglücklich? Weil sie keine Residenz haben. Im Ernst? Die sind doch erstmal Stufe 5, ich muss ja Stufe 6 erst bauen können oder so. Mensch, die Leute brauchen mehr Freizeit. Damit sie ihren eigenen Anforderungen Genüge tun können. Katze klaut von einfacher Stahl. Das geht ja mal gar nicht. Ninja. Ach hier. Hier ist auch noch ein Stall. Mit noch mehr Schafen. Oh, das finde ich gut. Mehr Schafe, mehr Wolle. Mehr Wolle, mehr gut. Also steht zwar nichts auf den WMF-Töpfen drauf, allerdings sind die Töpfe nach DIN 44904 zertifiziert. Und die sagt was aus? Das relevant für Induktion? Wandinduktionsherd. Willst du in der Senkrechten kochen oder was? Das gilt es jetzt herauszufinden. DIN 44904. Geschirr für Elektroherde. Norm zurückgezogen. Die ist von 1989. Maße, Anforderung und Prüfung von Geschirr für Elektroherde. Ich würde sagen, die sind nicht unbedingt induktionsgeeignet. Ja, es gibt auch neuere. Die sind induktionsgeeignet. Aber eigentlich steht das immer explizit dann auch auf der, auf dem, auf dem Pfannen oder so drauf, dass die für Induktion geeignet sind. Da steht halt nichts weiter drauf, außer Transtherm. Aber das ist nur die WMF-Technologie für den Bodenaufbau. Ach, herrje. Denen steht halt noch nichts. Die hat meine Mutter damals auf dem Trödel gekauft. Ich würde fürchten, dass das... Ging das nicht irgendwie, dass man Magneten dran halten kann, um zu sehen, ob die induktionsgeeignet sind? War da nicht irgendwas? Ich weiß, wer hat schon Magneten zu Hause? Ich hatte mal welche, aber... ist auch schon ein bisschen länger her. Die sind, glaube ich, irgendwann mal... ethisch abgedüst. Und die sind auch irgendwann einfach auseinandergebröselt. Ja. Nun. Wo habe ich denn 3319 Gras? Okay. Ich meine, gut. Ist ja toll. Aber ich brauche hier noch jemanden in der Weberei. Unsere groben Tücher gehen aus. Konrad ist zur Stelle. Oh, Konrad war so ein guter Laden. Dass die ihren... Also, dass die mehr oder minder dicht gemacht haben, ist echt immer noch, also... ein Frevel. Ach, Konrad ist auch in der Molkerei. Ein viel beschäftigter Mann, wa?
kann ich Käse anbieten. Tue ich schon. Ja, verkaufen ab 700. Kann ich das im Gebirge hier anzapfen? Käse. Anfordern bis 200. Und Brot geht. Oh, und Gras habe ich hier erstaunlich viel. Wahrscheinlich durch die Weizenproduktion. Nehme ich. Ja, yep, die Töpfe müssen magnetisch sein, dann funktionieren sie für Induktion. Mhm. Dann viel Erfolg. Ich werde jetzt nur noch überlegen, ob das einzige Kriterium ist, dass sie magnetisch sein müssen, weil wenn du so eine, ich sag mal, klassische Eisenpfanne, also was heißt klassisch, das ist eigentlich auch nicht mehr üblich. Oh, brauchst halt Eisen da drin. Nicht, dass du aus Aluminium oder sonst irgendeinem Metall ist. Blei. Wir haben hier eine Person ohne Arbeit. Was ist denn da los? Hier, Steinmetzwerkstatt, schon ist er beschäftigt. Nein, ist er nicht. Achso, Kohlemeiler, ja, ich weiß. Aber weißt du was, dann schmeiß ich den auch aus dem Rennofen raus, den John, und dann kann sich... John rein um... Ach, Buddy ist jetzt auch hier. Dann kann sich John nur um die Kohlemeiler kümmern. Ist auch nett. Hier 1500... Wie viel Lager haben die denn fürs Input? Weißt du, der Output von den ganzen Sachen ist sehr begrenzt. Teilweise auf 2 oder 4 mit Buff. Aber Input... Kann ein ganzes Atomkraftwerk zusammengepackt da drin lagern. Es stört keinen. Input-Lager ist unendlich. Hä? Die Leute sind unglücklich, weil sie immer wieder versuchen, auf Stufe 6 zu kommen. Weil ich ihnen dafür gute Gewänder gebe. Kann ich vielleicht erstmal sagen, dass die das dann lassen sollen mit dem ausgefallenen Kleidung, weil Bronzeschmuck habe ich jetzt eigentlich auch nicht so viel. Ich kann erstmal nur hochwertige Kleidung kriegen, aber keine super duper ausgefallene Kleidung. Wie sehen denn die Residenzen aus? Ja, gleiche Größe, aber... Ja, ich muss die hier neben stellen. Bisschen größer sind sie. Ah, die können an jeder Seite ein- und ausgehen. Den Turm zur Straßenmitte. Ich glaube, so passt besser. Ich setze es mal dahin, aber ich baue es noch nicht. Halt, ich baue... Ich bin... Gut, dann könnte es auch zu Ende bauen. Wie viel Platz ist da drin? In so einer Residenz? Für 6 Leute. Na, okay. Ich habe schon damit gerechnet, dass es weniger wird, weil... Residenz, mehr Platz für eine Person.
Restaurant ist auch gut. Wie groß ist da? Na dann. Direkt neben den Markt. Auch so viel Metall. Mehr Werkzeuge, mehr Eisen, einfach alles. Katze klaut von Marktplatz. Ja, ich mach mal Papierchirurgie auf hohe Prio, dass G erstmal fertig wird. Hier nur noch hochwertige Kleidung, die ich prinzipiell schon herstelle? Nett. Ui, viel Essen. Viel gutes Essen. Das ist ja top. Also zuerst die Chirurgie bauen, dann die Residenz und dann das Restaurant. Wenn denn das Material dafür da ist. Würde ich eigentlich wirklich gerne irgendwann in Richtung neue Expedition starten gehen. Aber dafür brauche ich halt neue Häuser und ich reise ja erstmal, ich upgrade die erstmal für die Leute hier die Häuser. Das ist auch eine sinnvolle Sache, weil die Leute dann zufriedener sind. Aber sorgt halt nicht dafür, dass ich Leute für eine Expedition zusammengetrommelt kriege. Ich muss sagen, der Anfang hat sich ein bisschen gezogen, aber es macht doch relativ viel Spaß. Oh, die Residenz ist fertig, sehr schön. Halt. Dann reiße ich jetzt diese kleine Hütte ab und habe noch 3 Plätze frei. Den Rest lassen wir für Kinder. Tatsächlich. Wie sieht es hier aus? Einmal Eisenwerkzeug. Warum kommen die denn hier drüben nicht in die Pötte für Eisenwerkzeug? Ach, ich muss das wieder umschalten. Blätter habe ich genug. Eigentlich eine Bäckerei hier. Gebäude. Ja. Stimmt. Nee, nicht hier, sondern dahinter. Weil nee, wir haben ja gar nicht mehr Mehl zur Verfügung. Werner hatte zuletzt weniger zu tun. Dann kann auch Werner mal Ruine blühen. Ah, wurde schon direkt ersetzt. Na gut. Also Werner hatte nichts zu tun. War am Angelplatz, aber ihm zu viel Nahrung. Er sucht sich schon seine Arbeit.
Mohrenhof ist voll und hier Schankstube auch. Werner, kannst du dann nicht da vielleicht eher darüber gehen? Zur Schankstube? Die haben alle nicht besonders so viel zu tun. Es sind nur ein paar, die halt voll ausgelastet sind. Bau hier noch einen Kohlemeiler hin, ey. Wir haben überhaupt keinen guten Boden. Was macht der da? Entspannt sich, achso. Hier ist guter Boden. Wächst normal. Stimmt, aber der Wald hier allgemein wächst wieder nach. Das ist ja auch schon mal was. Dann kann ich noch einen Kohlemeiler bauen. Offenbar brauche ich ja so viel Kohle, weil an Eisen mangelt es sonst nicht. Die haben ja... Meistens haben wir hier immer Eisen. Aber keine Kohle. Ich baue einfach noch eine Kohle... so einen Kohlemeiler. Eine Straße dahin. Und eine... Keine Eisenschmiede. Ein... weiteren Rennofen. Der eigentlich, glaube ich, Brennofen heißen soll, aber... Bin ich schon. Die circa die Hälfte unserer Töpfe und Pfannen würde rausfliegen, wenn wir auf Induktion wechseln. Ja. Sind die dann noch im guten Zustand? Ich hatte... Ehrlicherweise für meinen, als ich den Umstieg auf Elektro, auf Induktion gemacht habe von Elektro, meine Elektropfanne war schon, also die Beschichtung ist schon abgegangen und eigentlich, ich habe die irgendwann nicht mehr nutzen, weil ich mich jetzt auch nicht voll mit dem PFAS da vollhauen wollte. Das ist dann auch nicht mehr so gut gewesen. Deswegen die jetzt sowieso rausgeflogen und naja. Ein Teil benutzen wir schon ewig nicht mehr. Ja, okay. Ein Teil benutzen wir täglich. Und der sollte halt dann auch induktionstauglich sein. So, Kohlemeiler ist gebaut, Induktionsrennofner ist gebaut. So, wer hat hier denn wenig zu tun? Mareike und Dennis und Diane und Rihammer und Oma. Und Werner. Lagerkapazität, Kohleverbrauch. Ich habe 4 Kochtöpfe, 2 normale, einer hoch und einer breit. Davon ist einer der normalen brauchbar. Ah. Wie hatte ich denn damals für meine neuen Sets bezahlt eigentlich? Ach, ich sehe gerade, du hast mir ein Bild geschickt. Ja, okay. Ein Keramiktopf. Die auch. Auf Elektro funktionieren die auch, nur auf allem anderen, auf Induktion dann nicht mehr. Mal kurz schauen, wie viel hatte ich denn damals bezahlt für... Tefal hatte ich, glaube ich. Ja, Tefal. Für jeweils Set-Induktionspfannen und Induktionstöpfe. Beides zusammen knapp über 200. Und einen von den Töpfen muss ich aber zurückschicken.
weil da der Griff abgebrochen ist. Abgegangen. Das ist ja so kleine Lötstelle da. Also bei Tefal kann ich, also Empfehlung würde ich vielleicht nicht. Also, es funktioniert, aber. Sag mal so, ich habe schon intelligentere Deckellösungen gesehen, wo da nicht alles immer zur Seite raus sitzt. Weil dann der Druck im Topf zu hoch wird und dann macht's plopp und dann. Ja. Das. Ich hätte irgendwie mehr erwartet. Ehrlicherweise. Hier waren wir nur Pfannen. Die Töpfe sind fast ausschließlich WMF. Zu WMF kann ich nichts sagen. Hier, ich mache auch mal die ausgefallene Kleidung hier aus, nur für den Fall der Fälle. Und ist hier drüben fertig gebaut. Ne. Mangelt immer noch an Eisenwerkzeug. Was ich bräuchte, ist eine größere Auflaufform. Weil ich esse zu viel. Und wenn ich mir vornehme, was für mehrere Tage zu kochen, dann ist es irgendwie doch wieder meistens weg. Die Auflaufform reicht für zwei Abendessen. Ich meine, länger soll es auch nicht liegen, aber ne, wenn man ein bisschen was essen will, dann ja. Oder mal einen Gast hat. Leider fliegt ausgerechnet die WMF-Grillpfanne raus. Gut, die hat eh nur für einen Grillmuster gesorgt. Die Hitze wie ein Grill konnte die dank Beschichtung aber auch nicht. Okay. Na gut. Wo ich das gerade auf meinem Thermometer hier sehe, die Batterien sind wohl wieder alle. Ja, ich habe ein Messgerät direkt an meinem Rechner. Mal gut gucken, dass es auch wirklich an den Batterien liegt. Interessant. Sind fürchterlich unterschiedlich aus entladen. Bei der einen Batterie sind noch 1,25 Volt und bei der anderen sind es 0,5. Da ist ein bisschen was. Ich will die Kamera nicht zeigen, aber. Dann ist klar, weißt du, und dann sind das die guten Water Long Life. Ja, ja. Long Life bis zum Abwinken.
Jetzt habe ich hier nur noch 2, 3 Akkus. Keine Ahnung, ob die auch funktionieren. Ist ja etwas niedrigere Spannung. Oh, lübt. Gibt es auch gleich wieder Daten auf meinem Thermometer hier vor meinem Rechner. Ach. Biochirurgie wurde fertig gebaut. Sehr schön. Jetzt fehlt nur noch das Restaurant und dann kann ich hier nochmal ein großes Haus bauen. Eine Residenz. So, also von der Ausrichtung ist schon okay. Aber nur mit kleinen Türmchen. Ich bin wirklich schon fast fertig gebaut. Ich will nur noch die hochwertigen Kleider. Restaurant ist fertig, jawoll. Effizienz, ja, Effizienz ist immer gut, kostet Eisenwerkzeug. Gemeinschaftliche Aktivität, Bildgeschwindigkeit, samt Holzverbrauch. Ja, warum nicht? Erhöhte Tragekapazität, ach, ich glaube, das kriegen wir hin. Lagerkapazität wäre noch von Interesse. Hole Brot, hole Honig, Wachs, Früchte, Fleisch und Teig, hole Gemüse, hole Pilze, Milchprodukt, Wein, exotische Früchte, Brot. Also alles, was es gibt. Wir können dann auch mal was mit Honig anfangen. Was ist eigentlich mit dem Wein? Hole Früchte, hole Honig und... Ach, einfach nur aus Honig wird Wein hergestellt? Hier im Spiel. Früchte und Früchte. Ah ja, gut. Serviere Delikatessen. Respekt. Was ist denn los mit denen? Die kriegen hier schon wieder nicht genug. Eine Apotheke möchten sie da als nächstes. Und ich hatte gerade Chaos im Bild ausgewählt. Aber was ist denn hiermit? Achso, klar. Aber fällt mir ein, ich muss auch schon seit meinem Umzug eigentlich mal Schrott wegbringen. Ich habe da eventuell auch noch das ein oder andere, was ich eigentlich irgendwann wegbringen wollte. Dann habe ich es irgendwo hingestellt, nicht mehr gesehen und dann war es egal. Die Residenz ist fertig. Sehr schön. Dann bauen wir mal wieder ein kleines Haus ab. Von einer kleinen Hütte in eine Residenz. Das ist doch mal was. Für Wilhelm, Etienne, Wayne und Diane. Wen interessiert das sehr?
Oh ne, für Buddy Magier Chaos. Natürlich, es sind direkt die. direkt die, die sich das reservieren. Silvia, Luca, Justus, Jonas, Erik. Schlaf plus 40, Schlaf plus 35. Schlaf plus 38, aber nur durch Verbesserung. Großes Holz. Gras. Gras. Möbel. Tonwaren. Holzverbrauch reduzieren. Holz. Stein kriege ich ja jetzt aus. Von den Bergen. Lass ich erstmal alles versorgen und dann gucken wir mal, wie die Schlafqualität ist. Komm vor. Ja, 55. Statt 35 oder 40, 55. Ah, und da kommt nochmal 10 drauf. Nice. Ja, wo wir schon bei Geld ausgeben sind. ich fürchte, ich werde mir auch demnächst mal irgendwann wieder ein oder andere austauschen müssen. Und ich bete dafür, dass mein Tablet hält. Also, das ist alt. Aber ich hoffe, es reicht für das, was ich jetzt noch im Techniker brauche. Schlafplätze für Möbel wäre auch nicht schlecht, vor allem weil das plus 4 super ist, um so ein ganzes Haus zu ersetzen. Also kleine Hütte. Ach, die Lager sind voll. Das ist gut zu wissen und sollte ich das hier auch mal wieder einschalten. Also warte mal, ich kann noch Verbesserungen einsetzen. Ja. Bretter? Bretter habe ich ja jetzt reichlich. Grobe Tücher. Passt hier schon mal sehr viel mehr rein. Wo brauchen die Verarbeitungsgeschwindigkeit? Ich meine, ich mache es einfach mal, weil wird schon nützlich sein, aber... Dann könnte ich auch Früchte und Gemüse hier nach rüberbringen. Oh, hallo. Habe ich gerade Blei gekriegt? Unterstütze Prinz Oskar in diesen schweren Zeiten. Das Lager wieder auffüllen. Das Krankenhaus wieder aufbauen, Suchtruppen für Haus Botan, Medizin und Bienenwachs. Was ist denn das? Ah, das Lager wieder auffüllen, Getreide und Fleisch, ja. Annehmen. Krankenhaus wieder aufbauen, Bretter, Steinblöcke, Möbel, Glas. Oh, Glas ist schwierig. Kann ich Glas eventuell kaufen? Das ist die... Kaufen bis... Oh, das kostet so viel. 10, 20... Muss unbedingt was kriegen. Wie viele andere Fraktionen verkaufen wollen? Ach, 10, perfekt. Nochmal 10.
Kann ich das machen? Medizin und Bienenwachs. Arbeitsaufwand, okay. Honig und Wachs. Buchtrupp für Bottan, Arbeitsaufwand. Ja, Anschläge auf die Stadt. Ein weiterer Brief von Iliane. Er wurde sehr hastig verfasst. Die Ereignisse überschlagen sich gerade sehr. An nur einem Tag wurde Graf Edmond von Nasenrad bei einem... Nasenrad? Weiß nicht, Fahrer? Brillen? Bei einem Unfall schwer verletzt, hat er das Kornlager sowie das Kinderkrankenhaus in Brand gesetzt und Selina von Botan, die jüngste Tochter des Hauses Botan, ist spurlos verschwunden. Das kann nicht alles Zufall sein. Bitte dich erneut um deine Unterstützung, während ich versuche, weitere Informationen zusammenzutragen. Suchtrupp ist losgezogen, ob die Siedler das verschwundene Mädchen finden können, wird sich erst in ein paar Tagen zeigen. Edmond ist seit seinem Unfall bewusstlos. Scheinbar hat ihn ein fallender Ziegelstein in der Nähe des Theaters am Kopf getroffen. Sein Zustand scheint vorerst stabil, aber wer weiß, wann sich das ändert. Zeige deine Anteilnahme und sende der Familie Medizin und Bienenwachskerzen. Graf Edmond mag den Duft der Kerzen sehr und vielleicht helfen sie ihm wieder aufzuwachen. Das Lager wieder auffüllen. Mit dem Gebäude ist auch sein ganzer Inhalt komplett verkohlt. Von den vielen gelagerten Lebensmitteln ist nun nur noch Asche übrig. Und diese ist denkbar ungeeignet, die Stadtbevölkerung zu ernähren. Wenn wir nicht schnell eine Lösung für die Nahrungsmittelknappheit finden, wird das Volk ungeduldig und es könnte zu Aufständen und Unruhen kommen. Sende wir möglich entbehrliche Lebensmittel in die Stadt. Ja, also an Fleisch soll es nicht mangeln, Getreide könnte vielleicht einen Moment dauern, aber 30 Tage verbleiben. Das kriegen wir doch eigentlich alles relativ zügig hin. Fleisch ist da und Getreide sollte auch bald da sein. Tada! Ereignisse. Das Lager wieder auffüllen. Elian hat mich über dein großzügiges Geschenk in Kenntnis gesetzt. Achso, Brief von Prinz Oskar. Mit deiner Hilfe konnten wir die Gemüter der unruhigen Bürgerschaft beruhigen und wir können uns wieder anderen Aufgaben zuwenden. Brief von Graf Edmond von Nasenrad. Aha, direkter Graf. Im Namen des Hauses Nasenrad danke ich dir für deine Unterstützung. Der Duft der Bienenwachskerzen hat mich aus meinem tiefen Schlummer zurück in die Welt geholt. Und die Träume, die dieses Aufwachen begleitet haben, waren faszinierend. Ich sah Bilder der Region, aus der die Bienenwachskerzen stammen und sah unter anderem einen riesigen Baum und einen Kreis aus Pilzen. Haben die alle mit ihren Pilzen? Möchte dich um einen Gefallen bitten. Solltest du diese Orte finden, sende mir einen Brief mit einer genauen Beschreibung. Ich bin sehr daran interessiert, die Orte genauer zu untersuchen. Ja. Trupp, okay. Krankenhaus wieder aufbauen. Ja. Hab ich denn Glas gekriegt? Ich habe Glaswaren gekriegt. Oh, sehr schön. Dann stelle ich den Handel mit Glas mal direkt wieder ein, weil das ist teuer und nicht. Muss ja nicht sein. Machen wir wieder ein bisschen mit Geschwindigkeit drauf. 35 Tage, da hätten wir sogar Zeit, die das einzurichten. Und der Suchtrupp ist durch. Auch nach tagelanger Suche konnte das Mädchen nicht gefunden werden. Das Haus Botan hat allerdings von deinen Bemühungen gehört und ist dir sehr dankbar dafür. Ein eleganter Brief von Mystikerin Brigitta von Nasenrad. Das Land ist alt und gewisse Orte sind in Nacht gedrängt. Finde diese Orte und ergründe ihre Eigenschaften. Wohlstand Stufe 7. Und jetzt fehlt nur noch das Krankenhaus, wo wir einfach nur ein bisschen abwarten müssen, bis alles hintransportiert wurde. Und die Möbel gebaut, weil ich nicht genug Möbel einlagern kann. Bescheuertes. Huch, was ist denn? Wie viele Leute gehen da gerade zu der Schreinerei? Haben wir es gerade gesehen? Jetzt nicht mehr. Eben sind ja super viele Leute in die Schreinerei gelatscht. So.
Krankenhaus wieder aufbauen. Dank deiner Hilfe konnten wir Teile des Krankengebäudes wieder errichten und die Behandlung der Kinder fortsetzen. Ohne dich wäre der Zustand an diese Kinder sehr viel schlechter. Das Volk und ich, Prinz Oskar, sind stolz, dich zu unseren Vertrauten zählen zu dürfen. Und eine würdige Nachfolge. Die Adelshäuser und das Volk sind stolz auf den Prinzen und seinen Einsatz, um sie zu unterstützen und die Ordnung zu erhalten. Sie freuen sich auf seine baldige Krönung zum König. Lang lebe der König. Diesen exotischen Früchten muss ich auch irgendwie mal hinkriegen. Kann sie mal annehmen, vielleicht wird ja irgendwas draus. Dann habe ich jetzt mal lange Zeit kein Mehl mehr gehabt. So, bauen wir die nächste Residenz und reißen dafür wieder ein Haus ab. Natürlich die Häuser, die ich gerade erst hier bauen lassen. Ein Held. Gibt's danach noch eine Stufe? Nee. Also die Residenzen sind die letzten Varianten. Nochmal ein so. Nee, wenn das hier schon die Hauptstraße sein soll, dann sollen da auch die großen Fenster quasi dran sein, die großen Fassaden hier. Wenn man hier durchgeht. Soll das schon Eindruck machen. Kann ich die Jagdhütte vielleicht einmal verschieben? Dass die meinetwegen hier oben hinkommt. Kann ich eh nicht viel anderes hinbauen. Dann reiße ich die hier ab. Erst wenn die andere gebaut ist. Das Personal muss ja auch mit rüberkommen. Den Kehrplatz. Sieht denn das hier überhaupt aus mit drei... Okay. Brauche... den Mitarbeiter, die sauber machen. Dann sollen wir eben die Sachen bauen. So, Laurent, Chaos, Veronika. Veronika. Chaos. Und Laurent. Oh, Kehrplatz ist gebaut. Silvia, kommt da mal rüber. Ja, wo ist sie denn? So viel zu tun hat, kann ich mitmachen. Halt echt mehr grobe Tücher und mehr Wolle, wa? Soll die hier mal aufräumen? Ja, nicht wahr sein hier.
Es sind mittlerweile eine ganze Menge Leute hier. Und ich sehe gerade die Uhrzeit. Ich glaube, ich speichere mal und beende. Spiel speichern. 7:28 umbenennen in 29. Spiel speichern. Yay. Beenden. Ja, und speichern und beenden natürlich. Waldmeisters Hintergrund. Hallo, Ordi. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Moment, ich werde nochmal ganz kurz schauen, das ist. Wunschliste hinzufügen. Ach nee, nicht so ein 2D-Weltraum. Oh, das sieht interessant aus. Also. Hey Chaos, Hallöchen, guten Abend. Wie geht's dir? Komm, bis Ende kommt Chaos, aber wie arbeitest du die jetzt kommende Woche? Und ganz allgemein gefragt, wann hast du mal wieder Urlaub? Bad. Hm. Auch spät. Ende Dezember. Ja, okay. Alles klar. Ich bin gerade am Überlegen wegen der Stoneheart-Runde. wir haben jetzt so die unter der Annahme, dass Seven Days sonntags läuft, würde ich Stoneheart dann samstags machen. Nun bin ich jetzt in 2 Wochen, also am 12. bin ich nicht da und den 13. wahrscheinlich auch nicht. Ups, Entschuldigung. Also prinzipiell könnten wir nächsten Samstag die Stoneheart-Runde hoffentlich anfangen. Ich hoffe, ich habe bis dahin meine Hardlinge da fertig. Und dann gibt es halt ein Wochenende nicht und dann erst am 19. Das wäre eine machbare Option bei mir. Das kann ich anbieten. Morty, wie sieht es bei dir Freitag aus? Freitag kommt Diplomacy is not an option in der Release-Version raus. Hätte theoretisch dann eine Alternative, falls du nicht da bist. Miau. Adi, wie sieht's bei dir aus mit Abiotik-Faktor? Ja, das ist eine sehr, sehr aussagekräftige Antwort. Sollte gut aussehen, okay. Dann Stream-Generator. Einmal. Dann 4. Ich würde nämlich gerne nochmal die Einzelmissionen tatsächlich spielen wollen und die gegebenenfalls mal Community-Karten ausprobieren. Ey, warum kann ich das hier nicht einfügen? Ach, ich bin doof. Hier einfügen.
Schon da drin? Paste. Dann hier Dungeons 4. Copy. Machen wir, haben ja eh nicht wirklich einen Plan B auf Lager. Außer insert random ARPG. War gegebenenfalls eben etwas abwesend. Sag was, wie es dir die Woche passt. Also, Dienstag und Donnerstag hätte ich zum Beispiel noch anzubieten. Ah, RPG ist mit Makiyama. Torchlight 2, ja, das hat ja gut funktioniert. Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, Titan Quest, Sacred 2, Warhammer, Chaosbane, Vikings, Wolf of Midgard, Last Epoch, Past of Exile, ja. Past of Exile fasziniert mich in gewisser Weise auch, aber ich weiß nicht, ob man sich da... Also, ich bin echt, also, da hätte ich tatsächlich ein Interesse dran. Das ist ja ein riesen, also, ne? Kannst auch auf dem Discord gucken, da gibt's Absätze. Alles gut, ich hab's ja schon, hab ja. Chaos, bist du noch da? Samstag? Stoneheart? Mit PoE sind wir 1000 Stunden beschäftigt. Mindestens. Nein. Genau deswegen bin ich ja prinzipiell interessiert, dass man da mal Blick reinwirft. Man muss es ja nicht tatsächlich bis. Also, wir werden das. Also, ich meine, wenn wir das genauso spielen wie Grim Dawn, dann. Dann wird das noch 10 Jahre dauern. Bis dahin ist Path of Exile 3 raus. Weiß aber noch nicht, kann immer was dazwischen kommen. Ja, ich schreib's erstmal probeweise rein. Es ist ja nichts verpflichtend. 13 bis 18 Uhr. Stoneheart. Dann. Add Multiplayer. Add Ordi. Einmal Kampagne durch sind 1000 Stunden. Und wir haben aus Frust über das Skillsystem 50 Mal neu angefangen. Buddy. Trotz Auswegen. Oh, die Musik. Abiotik. Donnerstag. Dienstag. Weil ich auch erstmal nur mit Donnerstag leben könnte. Dienstag ist ja quasi mein erster. Am Dienstag werde ich eingeschult. Erinnert mich eher an Thorsten Sträters Einschulung. Oder Mittwoch. Buddy, sag, wie sieht's aus bei dir die Woche? Hast du überhaupt Zeit? Hast du Lust? Möchtest du noch?
Ja. Odemido. Mich persönlich reizt der Stadt Path of Exile Titan Quest mehr, aber eigentlich ist es mir wurscht. Dienstag. Ja, okay. Hab gerade eine Mücke zu Tode gefallen und bin stolz drauf. Gaia wäre auch stolz auf mich. Einfach wegklatschen. Nicht foltern. Foltern ist ganz schlecht. Ich hab mal Tauschleit 2 rausgeschmissen aus der Liste. Yep. Was schade ist, weil der erste Teil hat eigentlich so als Einstieg echt Spaß gemacht gehabt. Hab gelernt, dass Mücken laufen können, Flügeln brauchen die nicht, oder? Kurz und schmerzlos. Egal was. Einfach kurz und schmerzlos. Ich bin schockiert. Das. Nein. Einfach umnieten. Ich meine, ich habe es mittlerweile gelernt, die wirklich aus der Luft, also in der Luft zu erwischen. Hab die in der Luft weggeklatscht, darauf bin ich stolz. Ja, genau. Und dann schnell mit dem Tuch und. Hat sich das erledigt. Okay, dann habe ich den Streamplan für die Woche. Wird spannend. Ganz viele unterschiedliche Spiele. Der Oktober rollt an. Und es ist ein Fest. So, mach ich einen großen Kopf, war Student und immer schlau sein. Was? Fokus, Nuss, Spinnen sind verdammt riesig. Was ist da los? Größer als Magis Kopf und das ist schon fast unmöglich. Was? Eieiei. Wieso wird Buddy nicht Magi? Ach, weil ich hab Buddy immer noch mit seinen Zahlen da stehen. Muss ich mal in meiner Vorlage ändern. Mal kurz Icons fertig für Stoneheart, Diplomacy und
Ah, je. Speichern. Serverprofil. Ach Mensch, jedes Mal suche ich neu danach. Ja. Ach, ich... Warum kann sich nicht einfach Paint öffnen? Das ist manchmal einfacher als dieser komische Editor. Öffnen mit Paint. Wenn ich da mal eben schwarz tun, normal. Und weißer Rand drum. Was ist denn das hier wieder? Windows 11. Nicht die Stärke einstellen, die Breite der Größe. Groß. Time für Reus 2, bin gespannt. Rain. Speichern. Desktop. 7 Days PNG. Nee, JPEG. Öffnen. Erledigt. Laden. Genau. Öffnen. Fertig. Und was hatte ich noch? Stonehouse. Speichern. Habe ich noch was vergessen? Diplomacy ist not an option. 7 Days Stoneheart. So, jetzt haben sie alle ihre Icons gekriegt. Gut. Dann ist ja alles Töfte. Muss ich später sortieren. Ich wünsche eine gute Nacht, kommt gut in die Woche und ja, wir sehen uns dann am Dienstag. Macht's gut. Eureka.
Tschüss. Nacht. Afi Feini.